Guten Abend, es ist Montag, 16. März 2020. Ich begrüße euch wieder hier aus dem Praktisch Lehren von der Uzer Medienhaus. Heute hat die gesamte Regierung erneut eine Pressekonferenz zum Coronavirus gegeben. Heute im Vaduzzer Saal. Im Vaduzzer Saal nicht darum, weil wir plötzlich viel mehr Journalisten haben im Land, sondern weil man auch dort hat wollen schauen, dass der Abstand zwischen den einzelnen Personen eingehalten wird. Neues hat es nicht viel gegeben heute. Aber es sind gewisse Sachen bestätigt worden. Alle Veranstaltungen mit mehr als 5 Personen sind ab sofort untersagt. Das gilt sowohl für öffentliche wie auch für private Veranstaltungen. Dazu gehören auch alle religiösen Treffen, wie zum Beispiel Gottesdienst. Ausgenommen davon sind Beerdigungen, eine sollen aber ab sofort im kleinsten und engsten Familienkreis abgehalten werden. Generell eingestellt werden auch alle Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen. Die werden alle geschlossen. Ich verzichte jetzt heute darauf, um nochmal alle aufzählen, weil das sind wirklich alle. Auch Gastronomiebetriebe werden ab morgen komplett geschlossen. Ausgenommen davon sind Betriebskantinen, Mahlzeitenlieferungen von Restaurants, Pizzaservice und so weiter. Von Österreich oder in Österreich kann nur noch wer auf der einen oder anderen Seite arbeitet. Der Grenzgängerverkehr und der Warentransport ist weiterhin gewährleistet. Für alle anderen ist die Grenze zu. Ausser sie haben einen Gesundheitsattest und einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 4 Tage ist. Was neu ist seit der heutigen Pressekonferenz ist, dass die Regierung neben der Regelung für Kurzarbeit, die gelockert werden soll, einen 100 Millionen Franken Kredit will bereitstellen für die betroffenen Betriebe, die jetzt finanzielle Schäden aus der Corona-Krise haben. Dazu soll bereits schon diese Woche der Landtag zusammenkommen, das ebenfalls im Vaduzzer Saal. Der Wirtschaftsminister Daniel Riesch hat im Auftrag von der Regierung eine sogenannte Taskforce zusammengestellt und die sollen die Regeln, wie das Geld verteilt werden soll, bereits schon bis morgen definiert haben. Unter Umständen gibt es bereits schon morgen erste Resultate aus diesen Besprechungen. Für die Auszahlung von diesem Kredit braucht es natürlich gewisse Regeln. Das hat auch Daniel Riesch heute an der Pressekonferenz nochmal betont und hat es fast gleich gesagt wie der Wirtschaftsminister in Österreich. Trittbrettfahrer gibt es keine. Also man will auch dafür schauen, dass das Geld am richtigen Ort ankommt. Jetzt komme ich aber zur eigentlichen Botschaft, die heute die Regierung, die gesamte Regierung und jedes einzelne Regierungsmitglied wirklich in ihren Ansprachen nochmal rausgehoben hat. Die Lage ist ernst. Wir haben zwar erst 12 positive Corona-Fälle im Liechtenstein. Doch die Regierung geht davon aus, dass die Fallzahlen in den nächsten Tagen auch bei uns ansteigen werden. Gerade so, wie man es auch jetzt gesehen hat in den letzten Tagen in Österreich und der Schweiz. Wie der Regierungschef Adrian Hasler heute gesagt hat, ist die Botschaft aber leider noch nicht bei allen angekommen. Darum müssen jetzt auch die Massnahmen weiter verschärft werden. Und der Regierungschef-Stellvertreter Daniel Riesch hat gesagt, Liechtenstein braucht uns alle. Kurz gesagt, jeder muss jetzt sein Verhalten auf die neuen Verhältnisse anpassen und die Lage jetzt wirklich ernst nehmen. Und das ist bei weitem nicht der Fall. Das hat man gestern und vor allem heute wieder gesehen. Darum noch einmal, alle, die älter als 65 sind, sollen jetzt einfach unbedingt daheim bleiben. Für euch machen wir die Aktion. Wir wollen euch schützen. Ihr seid die gefährdete Personengruppe bei diesem Virus, das sagen bis jetzt alle Studien, die veröffentlicht worden sind. Und das ganz unabhängig, ob ihr euch gesund fühlt oder nicht. Ihr müsst jetzt einfach eure Kaffeekränzchen absagen oder am Telefon abhalten. Der Garten kann auch warten, auf jeden Fall der Einkauf der neuen Blümchen. Und wenn ihr einkaufen muss, dann fragt ihr eure Kind oder der junge Nachbar. Das Gleiche gilt auch für alle Eltern mit Kind. Es macht keinen Sinn, wenn wir die Schule zutun, Beizen zutun und ihr alle danach auf den nächsten Spielplatz springt und euch wieder trefft. Auch ihr müsst jetzt daheim bleiben oder ums Haus herum sein und das halt auch nicht spendlich. All die Sachen, wie gesagt, die man den letzten Tag nicht zwingend beobachten konnte, es ist genau das Gegenteil gemacht worden. Darum das Appell von der Regierung, aber auch von mir, reisset am Riemen. Das gilt auch für alle Hamsterkäufer. Es ist sinnlos. Es gibt in Europa mehr als genug Nudeln, Ravioli-Büchse und WC-Papier. Das Einzige, was ihr verursacht, ist, dass die Lieferketten an Anschlag kommen und auch das Personal im Laden. Weil morgen sind die Regale wieder voll. Wir müssen jetzt alle ein bisschen verzichten.
um die gefährdeten Personen zu schützen. Wenn jeder seine Kontakt nur ein bisschen reduziert, sagen wir um ein Viertel, dann haben wir schon viel gewonnen. Die nächsten Wochen werden ganz entscheidend sein, wie wir die Pandemiekrise meistern. Das hat auch die Regierung gesagt. Und Oberste bis im Frühsommer, die auch effektiv überstanden haben. Wenn wir weiterhin aber egoistisch durch die Welt gehen, dann muss die Regierung die Massnahmen weiterhin verschärfen. Und das kostet am Schluss noch mehr Geld und bis am Ende auch Arbeitsplätze. Das Coronavirus wird vorbeigehen, dort sind sie alle sicher. Wir, das haben wir aber selber in der Hand. Darum glaubt jetzt bitte, was die Regierung im Land und auch alle Experten sagen und haltet euch dran. Dann könnt ihr am Schluss zurückschauen und sagen, das haben wir miteinander hartgebrungen. Ich wollte heute eigentlich nicht so moralisch sein, aber wenn man heute auf den Spielplatz und in die Einkaufsläden geschaut hat, dann ist dem nichts anderes übrig geblieben. Und darum am Schluss möchte ich auch noch ein Dank aussprechen. Ich möchte allen danken, die sie jeden Tag für unsere Gesundheit und Sicherheit einsetzen. Allen denen, die jeden Tag das Regal im Laden auffüllen. Allen denen, die in den Betrieb schauen, dass es irgendwie weitergeht, auch wenn es im Moment schwierig ist. Und allen, die sie freiwillig in dieser Situation engagieren. In diesem Sinne, habt Sorge und bleibt gesund.